So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen in Hildburghausen hier beim Panorama Restaurant. Wer die goldenen Meilen schon mal geguckt hat, der weiß ja, wenn wir von Pub zu Pub ziehen, ist das Panorama Restaurant immer The World's End, die letzte Station Nummer 12. Das kennt ihr also eigentlich schon aus den Videos. Das Panorama-Restaurant sieht immer herrlich aus. Guckt euch das doch mal an. Problem ist, immer wenn wir hier gelandet sind, hatten wir schon 14, 15, 16 Bier-Intus, wollten hier das letzte trinken, waren total besoffen. Die armen Leute vom Panorama. Jetzt bin ich aber mal mit dem Mama-Tier da, mit dem Muttertier da. Wir wollen heute mal hier was essen. Und was es hier Leckeres gibt, das zeige ich euch gleich. Da oben war auch immer mal so eine Shisha-Bar drin. Da ist jetzt irgendwie Wettbüro, aber die Shisha-Bar gibt es wahrscheinlich auch gleichzeitig noch. So sieht das hier aus. Panorama-Restaurant, Holzkohlegrill, Okak, Basi, Kebab. Ne? Das ist hier wie so ein... Seht ihr gleich, wenn wir euch die Karte zeigen. Da ist auch alles aufgestellt. Hier war früher eigentlich mal ein Parkplatz. Jetzt ist alles hier so. Sieht viel besser aus. Ihr stellt euch jetzt da drüben hin. Da wird jetzt gegessen. Hat man wenigstens seine Ruhe, weil sonst immer die ganzen Autos hier nebenbei rumgefahren sind und das war irgendwie nicht so cool. So, da seht ihr das Muttertier, total genervt wegen den Wespen, weil die Wespen die ganze Zeit sowas machen. Und dann fliegen die da, jetzt sind sie weg, gut. Deswegen, wenn ihr Bier trinkt, immer den Deckel drauf, dass ihr nicht die Wespen verschluckt. Das ist jetzt hier die Karte vom Panorama. Und wenn wir die mal aufklappen und mal gucken, was es hier alles so gibt. Vorspeisen, hier panierter Weichkäse, hier gibt es Bruschetta, Sakik, Sasigi, hier gibt es Döner, hier gibt es Baguettes und Nuggets, hier gibt es auch Fisch- und Geflügelgerichte, hier gibt es Schnitzelgerichte, Pide aus dem Ofen, Pide habe ich auch schon mal hier probiert, etliche, ganz viele verschiedene Pizzasachen, viele jetzt auch neu, auch Pizza Hollandaise. Wir haben auch vegetarische Gerichte, Lamachun, Nudelgerichte, Aufläufe, Salate und Getränke, oh mein Gott. Jetzt klingt das alles nicht so spektakulär wie bei allen anderen, wenn man aber mal guckt, was zum Beispiel die Geflügelgerichte sind oder Fisch. Und da steht dann einfach Tavuksak Kavurma oder Tavuksote oder Tavukyvek. Da wisst ihr schon, hier läuft einiges anders. Jetzt sind gerade die ganzen Deckel weggeflogen, weil es zu windig war. Ich esse normalerweise hier immer einen Döner extra scharf, weil die so besondere selbstgemachte Soße haben und der hier besonders frisch schmeckt. Aber weil ich ja immer nach der Goldenen Meile hier gegessen habe, konnte ich mich nie erinnern, wie der Döner überhaupt geschmeckt hat. Heute bin ich aber da für was anderes. Hier gibt es nämlich auch den Chili Cheeseburger für 8 Euro, der ist auch neu. Oder Chili Cheeseburger mit Pommes für 12 Euro. Wer jetzt denkt, 4 Euro für Pommes, obwohl die normal nur 3 Euro kosten, der guckt auf die Gramm. Der Chili Cheese normal hat 125 Gramm und hier mit Pommes hat er plötzlich 250 Gramm. Außer die 125 Gramm sind Pommes. Nein, irgendwas muss da schon drin sein. Nach Art des Hauses mit Salat, Zwiebeln, Tomaten, Ketchup, Mayo. Den haben wir bestellt. Was hast du? Hawaii-Schnitzel. Die 37. Das Muttertier hat ein Hawaii-Schnitzel genommen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja. Wir warten jetzt mal, bis das Essen kommt. Wir würden sagen, dann guten Hunger und mal schauen, wie das ist. Weil ich habe letztens schon mal Chili Cheese gehabt, als Pupsi bestellt hat. Und hier müsste der jetzt eigentlich doppelt so viel sein oder zwei Scheiben Fleisch drauf. Zweimal. Wir werden es gleich sehen. Prost. So, das Essen ist jetzt gekommen und das wollen wir euch jetzt erstmal zeigen beim Muttertier. Ne? Das ist das Muttertier. Das ist das Muttertieressen. Das isst sie nämlich immer. Deswegen ist sie auch so gesund und so fröhlich, weil sie immer so viel Salat isst. Den gab es zum Schnitzel dazu. Der sieht aber schön aus, das muss ich schon mal sagen. Das ist das Schnitzel. Das Hawaii-Schnitzel. Sieht auch freundlich aus. Guckst, grinst dich sogar an. Hier hast du dein Hawaii-Schnitzel wieder. Schön, wie man das hier immer so über den Tisch drüber ziehen kann. Und das ist der Burger übrigens. Den haben wir ja auch mit drauf. Ja? Das ist der Burger. Machen wir mal für Thumbnail so irgendwie was. Hier sind also jetzt Pommes dabei. Die sehen schön gewürzt aus, weil die sind richtig rot bestückt. Und dieser Burger hat wirklich jetzt zwei Scheiben Fleisch. Hier oben ist Käse drauf, ja, zwei Scheiben Fleisch, hier unten irgendwo,
Ich weiß nicht, wo das jetzt Chili Cheese ist. Wo sind denn die Jalapenos, Bruder? Ich sehe hier Zwiebeln. Sind die da oben drin? Nö, keine Ahnung. Bei Chili Cheese denke ich immer, da ist ganz viel Käse und ganz viel Jalapeno. Aber irgendwie sehe ich keine einzige. Ja, mal gucken, wie es schmeckt. Vielleicht ist ja da scharfer Dip drauf oder so. Erstmal hier machen, dann mal hinstellen und dann mal schauen. Chili Cheeseburger kenne ich vom Lutz nur ganz anders. Der macht da immer Samba Oleg drauf, dass es halt scharf ist. Oder halt, wie sieht bei euch ein Chili Cheeseburger aus? Schreibt es mir in die Kommentare. So, wir nehmen mal die Mütze ab zum Essen, ne? Ich kann das jetzt auch nochmal so hier reinhalten mit dem Teller dabei. Aber ich glaube, anders sah das besser aus, wenn ihr das wirklich da stehen habt und abfilmt. Dann sieht das, glaube ich, richtig cool aus. Ich mache mal hier oben jetzt diesen Bibbus raus, der hier ist, der den Burger eigentlich zusammenhält. Denn ich möchte den jetzt doch mal nehmen und in die Hand dann und gucken und wie auch immer. Erstmal aber eine Pommes probieren. Hier ist eine mit Grünzeug dran. Bisschen kartoffelig und salzig, ja. Aber in, weiß ich nicht. So. Kenn ich auch anders, habe ich auch schon mal besser erlebt. Ne? Das ist zwar okay, Pommes, so, wenn du das alles zusammen isst, merkst du da keinen Unterschied, aber. Lutz-Pommes, Schwimmbad-Pommes, wie Kesto gesagt hat, das ist das Einmalige. So einen Geschmack hast du fast nirgendwo. Hier merkst du jetzt sehr das Salz. Und dass es innen drin kartoffelig ist, aber irgendwie ist das Kartoffelige auch irgendwie fest. Ich weiß nicht warum. Das kleine Stück ist richtig cool, das ist schön knusprig. Können auch mal hier in die Mayo reintunken. Können wir ins Ketchup reintunken. Schon schmeckt es alles viel besser. Wenn der Mayo und Ketchup zu den Pommes esst, schmecken irgendwie jede Pommes richtig gut. Dann schmecken die plötzlich alle gleich, weil es nur noch nach Mayo und Ketchup schmeckt. Jo, das sind Pommes-Schranke. Ja. So, seid ihr auch beschränkt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir nehmen den jetzt mal hier in die Hand. Ne? Wollen wir mal so angucken, wie der aussieht. Jetzt habe ich schon drei verschiedene Thumbnails, glaube ich, und keins davon wird sein. Wir beißen jetzt einfach mal hier oben rein, wo die zwei Dinger Fleisch sind. Mir schmeckt's. Also das Brot, sieht man ja, ist hier am Rand immer so richtig schwarz. Das heißt, gleichzeitig ist es aber mega knusprig. Hat schönes Röstaroma. Brot finde ich cool, Fleisch finde ich gut, Fleisch schmeckt sehr gut. Das Fleisch kriegt einen dicken Pluspunkt. Mich wundert aber immer noch, was da Chili Cheese ist, weil es schmeckt halt einfach jetzt wie ein normaler Cheeseburger, nur halt mit zwei Lagen Fleisch. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt oder ob das jetzt Chili Cheese, weiß ich nicht mehr. Fehlen die Jalapenos irgendwo. Also ich habe nochmal alles durchforstet. Den Burger komplett auseinandergenommen. Da sind auf jeden Fall keine Jalapenos drauf. Obwohl ich gerade dachte, dass das den Unterschied macht zwischen einem normalen Burger und einem Chili Cheese Burger. Dass der halt scharf ist und dass da was meistens Jalapenos genommen wird, um eine Schärfe zu erzeugen und diese typische auch Essignote, die da dabei ist. Hier leider nicht. Wirkt jetzt wie ein normaler Cheeseburger, weil du schmeckst halt den Käse, das ist ganz normal. Aber das ist kein Chili Cheese, meiner Meinung nach. Aber es schmeckt ja trotzdem. Ich kann ja später mal nachfragen und dann mal gucken, was daran dann Chili Cheese ist oder war. Auf jeden Fall fällt alles auseinander. Ich glaube, ich muss gleich mit Besteck weiter essen. Was möchtest du noch sagen? Chili ist doch bestimmt drauf. Chili-Soße oder irgendwas, Chili-mäßig. Wenn da Chili Cheese ist, musst du wo Chili. Wo denn? Weiß ich doch nicht. Das Rote. Mhm. Das Rote. Vielleicht merke ich einfach auch nichts, weil ich halt nichts mehr merke, keine Ahnung. Aber irgendwie letztens, als wir den normalen Chili Cheeseburger hatten, da waren Jalapenos drauf und dieser Chili Cheeseburger mit Pommes, da sind plötzlich keine drauf. Ergibt für mich einfach keinen Sinn. Schmeckt trotzdem, kann man essen, wird auch immer wieder hierher kommen, ist auch richtig cool hier zu sitzen.
Und irgendwann muss ich auf jeden Fall den Döner hier nochmal probieren, wenn ich nicht gerade die goldene Meile hinter mir habe. Was? Vor allen Dingen die Wespen sind gut. Die Wespen sind gut. Die Mama bewertet immer die Wespen, wenn sie irgendwo sitzt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Mm. Wir haben das Geheimnis gelüftet, ne? Jetzt zeige ich euch mal was. Ich habe extra gedacht, ich sage nur, die Zahl ist einfacher. Anstatt es alles auszusprechen, sage ich die 23. Und es war ja nicht scharf, keine Jalapenos. Wie ein normaler Cheeseburger. Und jetzt siehst du hier, der Cheeseburger hat auch die 23. Nein! Das heißt, eigentlich wurde nichts vergessen. Es ist halt einfach nur, es hat halt beides die gleichen Zahlen. Und deswegen gab es einen Cheeseburger. Das heißt, wir müssen nochmal wiederkommen. Das heißt, wir müssen den Chili Cheese unbedingt nochmal testen. Denn Ramses ohne Chili, das geht nicht. Das war es jetzt aber wirklich von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.